Wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch. Heute zeige ich euch, wie Sie im Game der Werkzeugkasten anzeigen können, falls es noch nicht angeführt ist. Und von daher, wir öffnen zum Beispiel ein neues Projekt, wo wir arbeiten können. Also die Breite nehmen wir 1000 ab und die Höhe 560. Dann drücken wir auf OK. Und jetzt wollen wir den Werkzeugkasten einfach anzeigen lassen. Also wenn wir Werkzeuge anzeigen lassen, dann kommen wir einfach auf den Reiter Werkzeuge und hier sehen Sie viele Werkzeuge, die wir benutzen können und von daher sehen Sie bei der Auswahl Werkzeuge sehen Sie viele Werkzeuge, die wir haben. Also und wenn Sie ein neues Werkzeugkasten anfügen wollen, dann kommen Sie ganz unten hier auf neue Werkzeugkasten oder Sie drücken mit der Taste Steuerung plus B und es wird einfach angezeigt und das ist einfach unser Werkzeugkasten und Sie können zum Beispiel verschieben, positionieren, wie Sie einfach haben wollen und da können Sie einfach loslegen mit dem Projekt. Also wir wollen zum Beispiel einen Text hier schreiben und wir wollen auch die Hintergrundfarbe einfach ändern. Einen Text zu schreiben, holen wir dieses Werkzeug und das ist A und dann drücken wir drauf und mit gedrückten Tasten markieren wir die Stelle, wo wir einfach unseren Text schreiben wollen. Wir können zum Beispiel hier schreiben, Banner. Und jetzt wollen wir die Schriftgröße ändern. Wenn wir unsere Schriftgröße ändern wollen, dann und wir haben kein Werkzeug auch dabei, dann doppelklicken wir auf A und es kommt jetzt ein Werkzeug, wo wir einfach unsere Sache anstellen können. Und von daher zum Beispiel die Schrift. Können wir hier ändern und die Schriftgröße haben wir auch die Möglichkeit hier zu ändern. Sie sehen schon, was auf unsere Fläche einfach passiert wird. Und Sie haben die Möglichkeit, einfach hier die Schriftfarbe auch zu ändern, wie Sie wollen. Und von daher, wir haben verschiedene Schriftfarben hier. Sie sehen schon, man kann alles schon ändern, wie man will. Und von daher geht es einfach sehr, sehr. Und ich möchte euch auch nochmal zeigen, ja, wie Sie auch ausrichten können. Sie können normalerweise hier ausrichten, links, rechts oder als Blockzeit auch machen, zentriert auch. Und von daher, wenn Sie fertig sind und wollen richtig nochmal Ihr Projekt nochmal positionieren, dann haben Sie die Möglichkeit, mit dem Werkzeug einfach das Projekt nochmal zu verschieben. Und Sie haben auch die Möglichkeit, mit allen anderen Werkzeugen, zum Beispiel drehen oder skalieren oder Spiegel, und dann können Sie alles erreichen. Wir wollen jetzt zum Beispiel das Projekt ein bisschen nochmal verschieben und wir holen dieses Werkzeug. Das ist ein Werkzeug, damit wir einfach verschieben können. Und wichtig dabei ist, dass diese Ebene einfach aktiviert ist. Und damit können wir verschieben, ohne unseren Hintergrund zu bewegen. Also, Sie sehen schon, wir können in der Mitte oder ganz unten positionieren oder ganz oben. Also, wir lassen zum Beispiel hier und dann können wir jetzt dieses Werkzeug benutzen, skalieren und damit drücken wir einfach auf das Projekt und hier können wir die Höhe zum Beispiel skalieren. Sie sehen schon, die Höhe wird einfach skaliert und wir haben auch die Möglichkeit, die Breite auch zu skalieren. Sie sehen schon, wenn wir fertig sind, dann drücken wir einfach auf OK und es wird schon skaliert. Und wenn wir nochmal wieder skalieren wollen, dann sollten wir einfach drauf drücken und genauso auch machen, wie wir eben gemacht haben. Also Sie haben auch die Möglichkeit, einfach so zu ziehen. Und von daher sehr einfach. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, einfach hier zu spiegeln oder zu drehen. Wir drehen zum Beispiel, Sie können so drehen, Sie sehen schon, was wir gemacht haben. Und so können Sie hin und hier drehen, wie Sie einfach wollen, bis Sie die Position gefunden haben, die Sie einfach wollen. Und von daher sehr einfach. Wir rotieren, wir drücken jetzt auf Rotieren und es wird einfach gedreht. Sie merken schon, wie es ist. Und wenn wir jetzt, Entschuldigung, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Ebene hinzufügen wollen, dann kommen wir hier auf diesen Reiter, dann drücken wir einfach drauf und Reiter hinzufügen gehen wir und danach können wir unsere Ebene einfach anzeigen lassen. Hier ist unsere Ebene und das hier ist unsere Textebene. Wir können weitere Sachen zum Beispiel hinzufügen und unsere Hintergrundfarbe ist einfach weiß, wie Sie auch sehen. Aber wir können die Hintergrundfarbe ändern. Wir können alles ändern, wie wir wollen. Wir wollen jetzt ein kleines Projekt
zum Beispiel machen. Und deswegen wollen wir die Hintergrundfarbe ändern. Also wir markieren erstmal die Hintergrund, den Hintergrund, und dann können wir einfach ändern, wie wir wollen. Wir haben die Möglichkeit, entweder ein Projekt in der als Hintergrund zu haben, zum Beispiel ein Auto. Ich gucke, wo ein Auto. Wir öffnen zum Beispiel als Ebene die Bilder, die ich hier habe, und dann können wir zum Beispiel als Hintergrund speichern. Also wir gucken ein schönes Bild hier, und zum Beispiel, nee, es ist auch weiß, ich möchte ein bisschen ein. Ja, zum Beispiel dieses Bild wäre auch nicht so schlecht, also, nee, das ist weiß, also blau wäre ein bisschen schön. Wir öffnen das und es wird einfach im Hintergrund kommen. Sie sehen schon, es ist im Hintergrund, aber es ist sehr groß. Man kann nicht sehen. Was wir jetzt machen können, ist einfach nochmal zu skalieren oder zu verkleinern. Wir können vergrößern oder verkleinern. Wenn wir vergrößern wollen, dann nehmen wir einfach dieses Werkzeug. Und hier sehen Sie, vergrößern ist aktiviert, aber wir können verkleinern, indem wir einfach da drauf drücken. Oder vergrößern, indem wir einfach da drauf drücken. Und jetzt können wir das Bild skalieren. Und wichtig ist, dass unsere Ebene, wo das Bild einfach ist, markiert wird. Also Sie sehen schon. Und damit können wir einfach das Bild nochmal skalieren, wie wir einfach haben wollten. Sie sehen schon, wir skalieren einfach das Ganze, so dass wir das ganze Bild sehen können. Und wenn wir fertig sind, dann können wir einfach auf OK drücken. Also wir markieren nochmal ein bisschen so. Dann ziehen wir die ganze Sachen hier bis da und dann können wir, ja, auf Skalieren drücken und es wird einfach als Hintergrund sein. Sie sehen schon, was wir erreicht haben. Die Hintergrund ist jetzt als Bild und wir können nochmal einfach ändern, wie wir wollen. Zum Beispiel, wir können zum Beispiel als, also wir können andere Sachen, zum Beispiel wie sowas einfach im Hintergrund haben. Sie sehen schon, es ist jetzt als Hintergrund hier markiert. Wir machen einfach hier, wir blenden einfach hier aus und dann können Sie einfach sehen, was wir erreicht haben. Also Sie haben verschiedene Möglichkeiten. Und ich freue mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben und freue mich einfach, das nächste Video wieder mit euch zu teilen.